herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Team Sonic Racing. So, Facecam ein kleines bisschen verschoben und meine Zelda-Mützen müssen noch aufziehen. Ach, ihr seht es, ich bin nur halb vorbereitet. Jetzt aber ganz, ja, herzlich willkommen zum neuen Part. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit den Level 1.5 Draufgänger. Das hört sich da letztes Jahr interessant an. Heute sind wir die Sau mit dem sehr interessanten Auto und schauen, was wir hier heute reisen können. Roulette Road hört sich ja sehr spektakulär an. Ich hab, wenn es ehrlich sein soll, ein kleines bisschen Respekt und vor allem auch nachher wäre es lustig, weil das bin ja Mario Kart im Stream heute Abend am Donnerstag, den 20.06. Ich hab ein bisschen Respekt davor, das wird dann lustig. Aber egal, schauen wir mal, was das hier eigentlich ist, was wir überhaupt machen müssen. Irgendwas muss man hier. Ach, hier muss man. Ah! Hier muss man durch. Okay. Okay, das ist sowas hier. Gut. Also, ich habe keine Ahnung, durch welche Seite wir müssen. Ah, durch die rote, oder wie? Ich blick das halt nie, ob man durch die rote oder durch die andere müssen. Aber irgendwas sagt mir, dass die rote richtig sein. Das war einfach. Sind wir mal durch die andere gefahren? Sehen wir mal, ob das hier. Nee, das gibt da nicht mehr Punkte. Doch. Ja. Ich hab keine Ahnung, oder das rote ist falsche. Ah, das rote gibt einem mehr Zeit, oder wie? Hä? Und das andere in der Mitte. Ich blick's gerade nicht ganz, für welches Kriterium hier irgendwie steht. Hätte es ein bisschen früher geblickt, hätte es vielleicht auch irgendwie eine Chance gehabt auf einen Rang. Das rote gibt auch nicht mehr Zeit. Hä? Okay, das muss man nochmal machen, Ladies, weil hier bin ich derbe unzufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Obwohl wir durch das sogar noch gekommen sind. Ich glaube, haben wir nicht mal genug um irgendeinen Rang hier. Okay, damit bin ich nicht zufrieden. Das machen wir nochmal. Da schauen wir uns, dass wir uns ein bisschen besser einstellen. Und nicht komplett wie so ein abgelaufenes Joghurt. Zumindest in der Theorie müsste das ja klappen. So, schön durch die gelben Ringe. Gelben sind die guten. Das heißt, okay, wissen es doch alle. Muss aber erstmal schauen, hat einer von euch eine Ahnung, für was die Ringe stehen? Mich würde es interessieren. Gerne Daumen ab in den Live-Set, wollte ich sagen. Wir streamen mal nächstes Mal ab damit in die Kommentare. Ich plane übrigens auch den Online-Modus davon zu der Sound in einem Stream-Part tatsächlich. So ist ein grüner Abschluss von dem Projekt. Keine Ahnung, wann das sein wird. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Wird aber vermutlich, ich habe keine Ahnung, wie lange das Let's Play jetzt noch fressen wird. Aber wenn zweimal am Tag kommt, wird das jetzt relativ, absehbarer Zeit schon sein. Also vielleicht sind sogar bis Mario Maker Start eventuell sowas und durst haben. Wäre zumindest dufte. Jetzt finden wir noch ein paar Filme jetzt noch, ne? Das sind bestimmt die wir jetzt gerade irgendwie hier zu einer Weise nicht schaffen, ne? Ne, ihr müsst erst nochmal einen Zahn zulegen. Ich glaube, das reicht nämlich noch nicht mal ganz für. Da bin ich gerade echt nicht zufrieden, wie ich mir das hier angestellt. Ich glaube, da muss es erst irgendwie schauen, dass ich zielführend da die Dinger treffe. Weil ist das jetzt schon für Anfänger. Aber okay. Probieren wir es nochmal. Wie heißt es schön? Die Sache macht einen Meister, was oft genug macht, der kann es irgendwann. So ist zumindest die Theorie. Aber es in der Praxis auch so ist, wie wir sehen. Lol, das hat so gereimt und da habe ich eigentlich nicht mehr drauf geachtet, dass es das tut. Seht ihr? Reim mit Gamma Chords, macht Spaß. Ah, das habe ich aber nur gestriffen. So, was? Aber was machen die Roten dann? Die ziehen da nichts ab oder so. Was sind die? Die geben einfach nur keine Punkte her, hä? Ich meine, die müssen man nicht nett verstehen, ne? Oder muss man das verstehen? Echt, ich hinterfrag's erst gar nicht. Okay, richtig Fettpunkte gibt, wenn man in dieses fette Loch da, also wirklich in diesem fetten Kreis da reinfährt. Also sogar komplett in das eingefärbte.
Also das wird ja irgendwo dann doch Stück weit zum Weiterkommen. Aber krasser über die 500er Hürde schaffe ich das irgendwie nie. Und hier kostet es mich immer Sekunden, die ich wirklich eigentlich krass bräuchte. Aber das ist jetzt noch schlechter, war es das letzte Mal, ne? Nee, wir haben gar nicht. Es reicht aber immer noch nicht, ne? Das ist ja hier. Ich will jetzt zumindest Bronze machen. Hier, machen wir es noch einmal. Möge es ja zu lange dauern, wie es dauert. Das heißt, dass wir in dem Part hier nichts anderes machen. Das will ich hier jetzt noch fertig und durchbekommen. So zumindest mein Ziel für diesen Part. Ob ich es hinbekomme, ich bin gespannt. Hier wird nicht drauf wetten. Aber wir werden sehen. Darf er nicht irgendwo gegenprallen, weil das kostet einen auch wieder Zeit. Das ist eine Sache, die ist erst einfacher gesagt als irgendwie gemacht oder getan oder whatever. Ist alles gar nicht so einfach. Mann, und diese Stelle hier, die ist immer der Killer. Mann, das heißt, das ist ein Mehrpunkt, aber es hat wieder nicht gereicht hier, ey. Das wird aber nicht wahr sein. Wir tun. Es kommt immer weiter, aber. Ja. So 730 ist dann irgendwie doch nie, ey. Das. So. Komm. Jetzt aber. Ich spüre es förmlich. Ich will zumindest Bronze hier bekommen. Hier muss man irgendwie schnell drauf sein und auch noch die Dinger treffen. Das ist so eine Sache, die in der Kombi einfach nur schwer gut funktioniert. Armin, es ist machbar, ja, klar. Aber man muss halt, man sollte auch zumindest ein paar Drift-Skills haben, sonst landet man, wie ich oftmals, fuck, einer Bande. Und ja, also wer keine Drift-Skills hat, sollte eventuell vom Driften hier absehen, weil man sonst irgendwie noch alles andere mitnimmt und dann, wie ich, derbe hinterherhängt. Also driften nur, liebe Mädels und Jungs, wenn ihr Ahnung habt vom Driften. Sonst lieber ohne Drift machen, weil es kann gehörig in die Hose gehen. Und das wollen wir ja nicht. So, jetzt fahre ich mal links lang. Ich glaube, dass es hier nämlich alles viel netter ist und man hier jetzt dann nicht so oft gegen die Bande knallt. Das merkt ich mir jetzt. Also, okay, da knallt man jetzt hier gegen die Bande. Nochmal. Aber jetzt fahr es links und jetzt bekomme ich das auch hin mit Bronze. Ich meine, ich bin wieder jetzt ein bisschen weiter. Step by step, irgendwann klärt er es auch. Aber wenn er an der Zeit Gold schaffen soll, das frage ich mich auch, wie ist das möglich? Das ist doch selbst so irgendwie nur Suchtis, die das Spiel 24/7 suchten. Ich meine, ich finde es ja geil, was Step by step falls. Ich finde die Ideen, diese Missionen erst geil. Das sind Sachen, die fehlen mir einfach in Mario Kart. Die würden in Mario Kart 8 einfach perfekt machen, wenn da noch solche Missionen drin waren, weil die machen erst Spaß. Und ich kenne die halt aus diesen Sonic-Teilen. Gab es auch so einen früheren Teil der Missionen. Die haben viel Spaß gemacht. Damals auch ein Multiplayer bei lokalen Host. Das war damals doch richtig eine krasse Neuheit, ne? Aber das ist, Mario Kart, gibt sowas nicht. Da gibt es einfach nur Grand Prix und Stuff. Klar, man kann hier auch, glaube ich, auch normale Verso-Rennen fahren. Weil bis jetzt sind das ja eher so, Story-Mode-Rennen. Ich habe den normalen Rennen-Modus nämlich noch gar nicht mal ausprobiert. Aber mir ist klar, so, es gibt diesen Modus. Dass man irgendwann mal Zeit bekommen könnte, ne? Oder ist das Rote dafür Zeit? Ich hab halt keinen Peil. Ich werde jetzt bewusst mal das. Nö, das ist. Scheiße, ey. Es gibt zum Teil auch Punkte, oder wie ist das jetzt hier? Aber nicht so krass viele. Aber jetzt bin ich. Komm. Das ist ja erst gerade nicht feierlich, wie ich mich hier anstelle. Einmal, ein letztes Mal probieren wir jetzt noch. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Wie, weil auch wenn ich mich da gerade richtig bescheuert anstelle, ich finde die Idee dahinter witzig. Und auch cool. Aber frag mich nicht, wie das hier machbar ist. Ich meine, ich probiere jetzt wirklich nirgendwo gegen zu knallen und mich so gut anzustrengen, wie es nur geht. Deshalb ist einfach auch mal meine Fresse jetzt halte. Bin mal gespannt, wie gut es dann sein wird. Bob, das ist unmöglich, da Gold zu bekommen. Mit dem normalen Weg ohne Hex. Scheiße, ey. Aber sowas killt halt wieder auch ein paar Sekunden, ne?
jetzt fährt da hier irgendwie gar nichts. Oh mein Gott, ich wäre so knapp davor gewesen. So knapp davor. Das ist ein Reifen noch am Runde. Ich hätte es geschafft, ne? Und dann bleibt er einfach stehen. Oh komm, nochmal. Ich war so knapp dran. Ich will jetzt Bronze da bekommen. Kostet was immer es wolle. Ey, das triggert mich gerade hardcore. Ne? Happy ist hier nichts mehr. Eher hier genervt sein. Weil ich diesen Mist hier nicht kann. Mann, so schwer ist das doch eigentlich nicht, ne? Aber trotzdem stelle ich mich hier an wie sonst was. Frag mich nicht, wer es kommt. Ich weiß es nicht. Ey. Das darf mir nicht passieren, diese Patze, dass sie an zwei komplett vorbeifahren. Klar, dass hier auch mal erstmal wieder gar nichts kommt hier gefühlt. Komm, einer. Oh. Nein! Hätte ich den noch genommen, wäre es gewesen. Eine Millisekunde mehr. Scheiße, ey, hier. Wie soll das denn gehen? Okay, ich darf einfach... Nee, jetzt triggert's mich hier. Jetzt triggert es nur noch und solltet mich auch ein bisschen. Ganz ehrlich hier. Aber okay. Ich bin noch mein Bestes. Hatte auch meine Klappe jetzt und konzentriere mich. Und dann sehen wir mal, wie es funktioniert. Ob es funktioniert. Bin gespannt. Was ist denn nur dieses Zeit hier? Verdammt! Ja, ich habe so viel Zeit überall anders gefressen. Dass ich wieder richtig scheiße bin. Das ist doch unmöglich, hier irgendwas zu reißen. Ich war vorhin wirklich ein paar Mal so gut. Komm, ich gib's auf. Nee. Das nervt mich so sehr. Komm, wir machen jetzt hier weiter. Aber geht es nur nichts anderes oder wie? Also ich verstehe es, wieso geht's hier jetzt nicht weiter? Ich bin nicht das. Die haben es alle, Ich bin nicht aus der Zukunft gekommen, um zu verlieren. Und die haben es alle nicht ausgefüllt. Dann machen wir das normal, das Teamrennen hier normal. Hier mit Sau. Und schauen wir mal, ob wir hier mehr Glück haben. Ich bin gespannt. Hey Silver, lang nicht gesehen. Du bist aus der Zukunft gekommen? Ja, ich erhielt die Einladung 200 Jahre in der Zukunft und bin in die Vergangenheit gereist, um teilzunehmen. Wow! Aber irgendwie, das hatten wir doch so ein freundliches Gespräch hier. Ja. Ich weiß nicht, wie cool er ist, Big, aber er ist mächtig. Gefährlich mächtig.
Aber okay, jetzt machen wir es nochmal. So, ob wir jetzt erfolgreicher sind. Wenn ich muss bis zum nächsten Part mal schauen, wie es denn im Fuck eigentlich weitergeht. Ne, das haben wir noch nicht gemacht hier. Ah ja. Komisch. Ich bin gespannt. Sieht auch mal wieder übelst nice auch aus hier, die Map. Hat eine richtig klassische, so eine Sonic-Map. Also gefällt mir wirklich gut. Muss ich schon sagen. Wenn es was für Missionen gibt, die einen ein bisschen zu Weißglut bringen, macht nix. Aber ich finde die Map wirklich toll, auch mit den ganzen Palmen mit allem drum und dran. Und die interessanten Dinger, die ja gar nicht irgendwie den Wüstenviechern aus den Mario Kart-Teilen nachgebaut ist oder so. Ja, aber ich finde die Maps wirklich aufregend und cool gemacht. Jeder einzelne, auch so mit Stadion und alles drum und dran, das ist echt gut. Finde ich wirklich gut, kann ich nur jedes Mal aufs Neue sagen, bin begeistert. Okay, das war dumm. Aua, gut, jetzt haben mich wieder alle hier auseinandergenommen. Ja, gut, aber es weiter ist ja auch in Ordnung. Ja, das heißt, bis um 7 ist eigentlich los. Das hat mich ja shit wieder getroffen hier. Also das Problem, wenn random irgendwas kommt, was einen trifft, ne, dann sieht es kritisch aus. Nächstes hat mich das wieder getroffen, ey, das ist ja. Hallo, was soll mich denn noch alles hier treffen, ey? Haben wir nämlich nur noch eine Runde Zeit, um hier wieder alles auszubügeln? Ja, Spawner ist das ja. Jetzt auch voll erwischt. Wie kann das eigentlich sein, dass wir hier so weit hinten in der Size stecken? Die sind alle nicht gerade gut. Und meine Teammitglieder müssen ja auch irgendwie gut sein, sonst bin ich es auch nicht. Und dann, also ist Hunde, aber die nicht gut. Und dann ist es alle wieder verloren hier, dieses Teamrennen. Was wird dringend mal schauen, dass man das jetzt alles hier gewumst bekommen, ne? Sonst, jetzt auf einmal sind die wieder gut und ich bin schlecht oder. Wie soll ich das hier jetzt sehen? Ah ja. Ah ne, jetzt bin ich gerade Erster oder Zweiter. Jetzt wechseln ist nicht mein Teammitglied. Aber solange wir als Team generell hier die Nase vorne haben, ist doch alles gut. Denkste. Komm nur mal diese Sabbernasen hier und überhol einen. Aber hey, letztlich werde ich doch legendärerweise Erster. Aber die anderen sind beide nicht gut. Außer meinem Team, aber immerhin. Bin ich Erster. Was gut ist. Ach, sind die einfach so Zweite.
Aber naja, was soll's. Oh, ihr schlagt euch alle besser, als ich gedacht hätte. Ich sehe, ich muss die Strecken etwas anspruchsvoller gestalten, um euer Können wirklich zu testen. Die Strecken sind anspruchsvoll genug. Wenn wir nicht aufpassen, passiert noch was. Ja, ja, genau. Nur her damit, mir macht Spaß. So eine geile Aufpassung, nur ja damit. Ich kann das. So, ja wunderbar. So sind wir doch jetzt einen schönen Weg umgangen. Und können hier weitermachen im nächsten schönen Part. Ne? Wisst Bescheid. Das war's mit dem Part von Hypsonic Crossing. Im nächsten geht weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!